Willkommen zurück zu Fallout Shelters, ihr Lieben. Ja, es hat sich wieder einiges in meinem kleinen, noch entstehenden Vault getan. Erstmal gibt es natürlich die tägliche Aufbesserung unserer Ressourcen, Strom, Essen und Wasser. Dann hatte ich heute Nacht, beziehungsweise von gestern auf heute, auf dem Aufseherbüro eine Quest gestartet, nämlich den Rettungseinsatz. Das war unsere tägliche Mission des Tages. Ging insgesamt 6 Stunden und wir mussten so viele Siedler retten wie möglich. Wir haben einen gerettet und der Kampftrupp ist jetzt zurückgekehrt. Ihr seht, er bringt uns einiges mit. Unter anderem auch 3 Rezepte, die wir gefunden haben. Und ihr seht, 3 Sachen sind zu viel. Dementsprechend muss ich mal gucken, dass ich 2 oder 3 Sachen verkaufe, wovon wir nicht so viel haben. Jetzt müsste es gehen. Die Sachen werden verkauft und dann sammeln wir mal die Jungs. Wir bekommen den Kopfgeldjäger-Ausrüstung als Beruf, beziehungsweise als Rezept. Dann haben wir das getunte Lasergewehr gefunden und das panzerbrechende Luftgewehr. Oh, das werden wir gleich bauen. Das ist ein Rezept, was wir noch nicht haben. Und wir haben einen, ja, André Mills gefunden, einen Spezial... Helden, der sozusagen die Postapokalypse überlebt hat. Und diesen holen wir uns auch in den Vault, weil der gute Mann kann uns garantiert weiterhelfen. Der geht gleich mal rein. Und... Oh, super, dann kritten wir auch noch. Das passt ja. Die Jungs gehen alle in den Bauraum. Da hake ich drauf. Und dann wird die panzerbrechende Luftpistole gleich erstmal gebaut. Hier unten in unserem Trainingsraum, unsere Jungs gehen fleißig voran. Ihr seht, wir brauchen jetzt noch knapp 10 Stunden und einmal 6 Stunden, damit die Stärke wieder um 1 erhöhen können. Es werden natürlich gleich noch weitere Räume folgen, denn wir haben wieder 2 Räume entsperrt, beziehungsweise wir werden jetzt gleich nochmal einen Tempomodus aktivieren. Weil dann kriegen wir nämlich heute alle unsere 3 Quests durch. Er kommt schon, gleich seid ihr unten. 2 noch, so, 4 Leute sind im Werkstattbereich und dann gucken wir mal. Wir hatten gesagt, ein panzerbrechendes Luftgewehr. Dann gucken wir doch mal, da haben wir das rostige Luftgewehr. Hoffentlich haben wir genug Material, um das überhaupt zu bauen. Verbessertes Luftgewehr. Haben wir das verbesserte Luftgewehr schon? Nee, das verbesserte Luftgewehr haben wir auch noch nicht. Dann gucken wir doch erstmal ganz kurz. Das war ganz unten, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Verbessertes Luftgewehr braucht 26 Minuten, erfordert ein Auto. Aber ich habe ja hier das panzerbrechende Luftgewehr. Wo hat sich das denn versteckt? Rostig, abgesägt. Das normale Luftgewehr, die Jagdflinte. Also ich habe das Rezept definitiv bekommen, aber vielleicht reicht das noch nicht aus. So, dann wollen wir das mal zusammenzimmern. Und wir haben hier einen kleinen Red-Kakerlaken-Befall. Aber meine Jungs sind alle ziemlich gut ausgerüstet mit Bewaffnung. Da sollte eigentlich nichts passieren. So, wo war ich stehen geblieben? Richtig, wir haben 2 neue Räume. Die wir jetzt freischalten können. Wir haben einmal den Sportraum. Bewohner hier zuzuweisen, um ihre Beweglichkeit zu verbessern. Geht wieder hier unten. Kostet uns 600. Und wir erfüllen die 2. Quest. Fügt 3 Raumpaare zusammen. Erfolgreich abgeschlossen. Dann fehlt uns noch einmal ein Tempomodus. 31%, dass es schief geht. Es geht schief. Wir kriegen wahrscheinlich einen Brand. Nee, wir kriegen eine Red Kakerlake. Wie sieht es hier drüben aus? Na gut, wir versuchen es nochmal mit 41%. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen an. Und wir haben die zweite Tagesquest erfüllt. 10 Räume mit Tempomodus beschleunigen. Und die 3. Quest war, verkaufe 6 Schrott. Das haben wir direkt am Anfang. Das heißt, wir kriegen jetzt einmal
Wir kriegen ein Mr. Handy, entdeckt 5 Orte im Ödland. Dafür schicke ich gleich wieder einen raus. Erzielt 4 kritische Treffer. Das können wir auf der nächsten Mission machen und rüste 8 Bewohner mit einer Waffe aus. Das Letztere kriegen wir auch relativ zügig hin. Wir haben nämlich neue Waffen gekriegt und neue Ausrüstung. Aber wir haben auch noch was anderes bekommen. Nämlich den letzten Raum, das Waffenlager. Bewohner hier zuweisen, um ihre Wahrnehmung zu verbessern. Das heißt, wir gehen mit dem Aufzug wieder eine Etage tiefer. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Oder? Ja. Speziale, das heißt, der Trainingsraum müsste ich umsetzen, weil ich möchte gerne hier meine Räume auch auf Spezial ausgewiesen haben. Aber so gesehen passt das erstmal, da werde ich jetzt nichts großartig dran umbauen. Und vor allem, wir haben ja erstmal nur 3 Räume. Der letzte Raum ist hier jetzt das Waffenlager, das ist also das P. Das würde beispielsweise hier oben hinkommen. Wisst ihr was? Wir haben genug Kohle. Ja, wir möchten das abreißen. Wir werden jetzt das Waffenlager direkt daneben setzen. SP Spezial. Das wird dann auch einmal ausgebaut. Dann können die Jungs nämlich da als nächstes gleich rein. Und den letzten Trainingsraum lasse ich erstmal noch offen. Das dauert, bis ich die 4 Jungs durchtrainiert habe. Derweil gucken wir uns mal die nächsten Aufträge an. Wie gesagt, die Jungs sind hier gut am fleißig am Hämmern. Wir müssen... Er ist hier. Er versteckt sich irgendwo hier. Ich habe es gerade gehört. Da. 92 Kronkorken gibt es wieder drauf. Und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Waffen ausrüsten. Wir haben immer noch Leute, die keine gute Waffe haben. Beziehungsweise... Hier oben ist unser Hauptkampfraum. Da gucken wir doch erstmal. Er gibt S. Haben wir was Besseres mit S gefunden? Ja, die Gefechtsrüstung. Und er kriegt nicht mehr das verbesserte Repertoiregewehr, sondern eine abgesägte Schrotflinte. Dann die förmliche Kleidung. Was sollen wir mit Glück? Gefechtsrüstung. Aber der Flammenwerfer, der ist gut. Den behalten wir erstmal noch auf Lager. Dafür kriegt er... Was ist denn das Beste, was wir haben? Das Scharfschützengewehr. Habe ich auch gefunden. Auch was ganz Feines. So, weiter geht's. Hier hätten wir A. Ich brauche aber S. Militärkleidung. Gibt auch nochmal ordentlich Stärke. Und er kriegt natürlich wieder eine gute Waffe. Was haben wir bis jetzt am Angebot? 7. Verbesserte Schrotflinte. Der dritte, der vierte im Bunde. Hat, okay, die Sportoutfit ist mit 4 Stärke natürlich gar nicht mal so verkehrt. Ist auch das Beste, was wir haben. Aber er kriegt eine neue Waffe. Und zwar 6 bis 7. 7 ist das Beste, was wir bieten können. Lasst mich gucken. Verbesserte, abgesägte Schrotflinte. 7 bis 8. Das wäre der erste Raum. Weiter geht's im zweiten. Wir gucken wieder. SSS, Glück, AE... P, 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 E, C. Gut, da gibt es nichts. 5 bis 6, abgesägte Schrotflinte, 6 bis 7. Rostige, abgesägte Schrotflinte können wir ersetzen durch die... Heieieiei. Allmählich können wir die nicht mehr so einfach ersetzen. Doch hier, durch dieses verbesserte Jagdgewehr. Dann geht es hier weiter mit der Anwärterrobe. Hier, Lederrüstung gibt noch 1 Stärke drauf. Und die 10mm Pistole kann gegen ein Jagdgewehr ausgetauscht werden. Und unser letztes Skelett, Mackie, da haben wir schon das Beste drauf gegeben. Hat auch nur die verbesserte 10mm Pistole. Die können wir eintauschen gegen eine rostige, abgesägte Schrotflinte. Tatada! Nehmen wir gleich entgegen die nächste Mission. Was kriegen wir? Sammel 110 Wasser in unter einer Minute. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Da lasse ich mal mein Glück mit den Tempospielchen laufen. 30. Okay. Das dürfte interessant werden, beziehungsweise das dürfte für unsere Verhältnisse sehr schwer zu schaffen sein. Wird zwar gut belohnt, aber
Ich habe die Möglichkeit, die Quests abzubrechen. Wir kriegen 34, 68 und noch ein bisschen Tempo hinterher. Das kriegen wir nicht hin. Zumindest nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Oh Mann, ist das ein langes Feuerchen. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn ich gleich hier unten meine P steigern kann. So, wir haben hier ein paar Stimpacks, 14 Stück. Dann kann ich mal ein bisschen großzügiger sein. Die gebe ich dann mal schön raus. Wie gesagt, die Quest breche ich ab. Wir kriegen eine neue. Schließt zwei Quests aus dem Aufseherbüro ab. Das kriegen wir schon wieder gut hin. Aufseherbüro, was haben wir denn? Wir hätten noch die Football-Bande Teil 2. Da können wir unser Kampfteam wieder hinschicken. Das ist ja ansonsten sehr gut gerüstet hier. Lasst mich mal eben kurz gucken. Haben wir nicht noch irgendwas stylerisch, was wir anwenden? Richtig, ich hatte ja gerade eben auch noch irgendwas, was mir richtig viel A gegeben hat. Dann gucken wir doch mal kurz hier unsere Leutchen durch. Das Geisterkostüm gibt 3 A. Wir tauschen das Geisterkostüm gegen den Handwerker-Overwall aus. Anwärterrobe, Geisterkostüm. Ja, und das war's eigentlich auch schon. So viele Sachen, die uns A geben, haben wir gar nicht. Okay, wir machen das anders. Wie gesagt, die Waffe läuft hier. Noch 17 Minuten. Aber wir schicken unsere nächste Quest los Richtung der zweite Versuch. Oder? Lasst mich überlegen. Er ist nur Level 9, hat aber gute Werte. Er ist sehr charismatisch. Apropos, was gibt eigentlich das Wrestler-Outfit? 2 Stärke, 2 E und 1 Glück. Also viel Ausdauer. Wenn wir ihm jetzt den Flammenwerfer in die Hand geben, 10 Red Array und 10 Stimpacks. Na, wo hat er sich versteckt? Ah, unten am Bett. Nehme ich gerne wieder mit. Wisst ihr was? Wir haben so viel Kohle. Sobald hier... So, damit haben wir das Diner komplett ausgebaut. Und die Wasseraufbereitung bzw. die Wasserbehandlung wird gleich auch ausgebaut. Wir haben so viel Geld, dann können wir auch mal die Station ausbauen. Aber ich darf auch nicht den Reaktor im Hintergrund vergessen. Weil hier oben steigt mein Energiebedarf halt auch immer weiter. Und wenn ich meinen Reaktor nicht ausbaue, kann das sein, dass ich hier sehr schnell Stromschwierigkeiten habe. So, auch dieser wird ausgebaut. Und zum Schluss nochmal den Reaktor für 1500. Und schon haben wir wieder ein bisschen Strom auf Lager. Der Reaktor ist komplett ausgebaut. Unsere 3 Grundgebäude sind fertig. Produzieren 40 Wasser, 40 Nahrung und 66 Strom. Und das kann noch besser werden. Wenn unsere Leute hier austrainiert sind, der ganze Trupp, den werde ich erstmal nur komplett auf Stärke trimmen. Wenn der fertig ist, geht der hoch, löst die Jungs hier oben ab, sodass die Jungs anfangen können, hier unten komplett ihren Kram zu lernen. Und dann ist auch erstmal gut. Weil der Verteidigungstrupp hier oben braucht eigentlich wirklich erstmal nur Stärke und eigentlich auch Ausdauer. Wegen Leben. Aber als andere, das halte ich mir erstmal vor. Aber im Nachhinein, alle meine Leute gehen nachher auf jeden Fall durch das Training. Aber, kommt, was soll's. Wir machen die zweite Football-Bande. Ist nur zeitlich begrenzte. Wir schicken unsere Jungs los, die in der Waffenwerkstatt arbeiten. Wir haben unsere Angie. Die geht raus. Aber Angie kriegt vorher eine bessere Waffe. Nämlich die rostige Laserpistole. Dann geht raus Bobby, auch in der Waffenwerkstatt. Der hat auch schon eine ordentliche Laserknarre. Und zum Schluss geht noch raus, na, Cafeteria, Trainingsraum. Wir haben doch noch einen dritten. Ne, der ist im Trainingsraum. Nein, hoppla, wo ist er denn? Waffenwerkstatt, wir müssen nach Waffenwerkstatt Ausschau halten. Eine war oben. Hier. John. John ist ausgerüstet mit einer Jagdflinte. Der kriegt was Besseres. Nämlich
Ja, was kriegt er denn? Was haben wir denn für ihn? Den Flammenspeier will ich mir aufheben. Der geht gleich raus. 5 bis 7. Gut, er kriegt das Impro-Gewehr. Wir geben den Jungs 3 Stimpaks und 3 Red Array mit. Ich hoffe, dass das reicht. Und dann raus mit euch. 14 Minuten noch. Hier geht es auch passend weiter. Nahrung und Wasser kommen auch gut rein. Und dann haben wir noch den letzten, den ich rausschicken möchte zum Leveln. Wen kann ich zum Leveln rausschicken? Wer hat's nötig? Die Energieräume sind gerade voll in Bedarf. Ja, okay. Ich weiß, wen ich rausschicke. Nämlich Anthony, der hat ein Billardkö. Die sind am Trainieren. Oh, die Entscheidung ist gar nicht mehr so einfach, wenn ich jetzt rausschicke. Wir haben einfach zu wenig Leute. Wir brauchen unsere Leute eigentlich in den Räumen, wo sie gerade sind. Hier! Kayla! Die trägt eine schicke Lederrüstung. Ja, hat ein ordentliches Gewehr, die Jagdflinte. Die wird jetzt ausgetauscht gegen den Flammenspeier. Und komm her. Und raus mit dir. Wir geben dir 8 Stimpaks mit und 6 Sweat Away. Dann kannst du eine Zeit lang draußen sein. Ja, und dann viel Spaß. Ich hole dich dann irgendwann heute Abend wieder zurück, sodass du morgen zur nächsten Aufnahme wieder dabei bist. Und ansonsten würde ich mal sagen, haben wir jetzt alles Nötige gemacht. Die Jungs laufen zur Quest. 3 Stunden brauchen sie. Na, wo hat er sich jetzt versteckt? Ich habe es jetzt nicht genau gehört. Aber ich habe ihn gesehen. Hier zwischen. Da ist er. Wie ihr sehen könnt, er versteckt sich immer ganz gut. Und je größer euer Vault nachher wird. Wie gesagt, wir sind hier jetzt nur in den oberen Ebenen. Nachher geht es noch richtig tief hier runter. Desto schwieriger wird es ihm ausfindig zu machen. Da muss man wirklich auf dieses Geräusch hören, wenn er auftaucht. Aber so im Guten und Ganzen würde ich sagen, ja gut, es ist alles okay. Es sind mehrere auf Erkunden, es sind mehrere auf Mission. Dementsprechend sage ich einfach mal, wir schauen dann morgen wieder rein. Bis denn, tschüss, tschüss.